ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، بارك الله فيكم. درسنا باللغتين العربية والألمانية. Der Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch und wir machen weiter heute, barakallahu fikum, mit Koran-Unterricht. Barakallahu fikum, takallamna. Al-Yom sanatakallam an al-Shafatayn. Wa huwa al-Mawdi' al-Rabi' wa al-Shafatan fihihima makhrajani li arba'ati huruf. Al-Shafatan مخرجان فيهما مخرجان لأربعة حروف. الأول من بطن الشفة السفلى، من بطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العليا، يعني هيك، وهو مخرج الفاء. اف مخرج الفاء. إذن بطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا وهو مخرج الفاء. فنحن قلنا إذا أردت أن تعرف مخرج الحرف إما تسكنه اف أو تجعل قبله همزة وصل أو أنك تشدد ذلك الحرف فيصبح اف. فهذا حرف الفاء. ثانيا بارك الله فيكم، المخرج الثاني من بين الشفتين، من بين الشفتين، وهو مخرج الواو ولكن الغير المادية، الواو الغير المادية، وكذلك مخرج الباء والميم. مخرج الباء والميم. إذن عندنا الواو غير المد، الباء والميم. بارك الله فيكم، الفرق بين الباء والواو والميم أن الواو تخرج بانفتاح الشفتين أو، أما الباء والميم بانطباقهما إب إم إب إم. وهذه الحروف باعتبار أنها كلها تخرج من الشفتين تسمى الحروف الشفوية. الحروف الشفوية. فإذا الفاء اف، الواو او، الباء اب، الميم ام، كلها تخرج من الشفتين. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. Wir reden heute erstmal über die Lippen. Die Lippen als Entstehungsort, und das hat zwei Entstehungsstellen oder Orte, vier Buchstaben. Und so, barakallahu fikum, erstens die Buchstabe Fa. Ich denke, F ist klar, auch auf Deutsch, in anderen Sprachen, F. Wenn du sagst F, dann merkst du, das ist, barakallahu fikum, Bauch von der unteren Lippe mit den Spitzen von den oberen Schneidezähnen, und dann sagst du F. Das ist Alpha erstens. Zweitens, barakallahu fikum, das sind drei Buchstaben zusammen. Wow. Und Ba und Mim. Aber diese Wow, das ist nicht das Vokal. Nicht. Weil das andere ist U, Nu, Hi, U. Und das kommt von hier. Aber diese U ist anderes. Und Barakallahu fikum, diese U kommt durch die Lippen, wenn du die Lippen einen Kreis machst. U.
und du lässt die Lippen, du lässt einen Spalt, Kreis zwischen den Lippen. Dann Barakallahu fikum Ba und Mim. Dann machst du die Lippen zusammen und dann sagst du Ib-Im. Und wir haben gesagt, wenn du einen Entstehungsort für eine Buchstabe bestimmen willst, dann machst du entweder die Buchstabe, verdoppelst du die Buchstabe, sukunierst du die Buchstabe, stoppst du bei der Buchstabe, oder tust du ein Alef davor, da sagst du Ib-U-M. Schau mal. Ib-M-U. Und diese vier Buchstaben, weil sie an der Lippen entstehen, da nennt man die Shafawiyya. Auf Arabisch Shafa, das ist Barakallahu fikum, das ist die Lippe. Shafawiyya, das wird die Lippenbuchstaben. Deshalb, das kommt später, etwas, das ist Idram Shafawi. Idhar Shafawi. Ja, das kommt später bei Mim, weil das geht um die Mim. Barakallahu fikum, sag mal. Und dann bleibt eigentlich, das ist keine Buchstabe, was bleibt. Das sind jetzt die 28 Buchstaben. الآن تكلمنا عن بارك الله فيكم الحروف كلها 28. الآن يأتي الأخير وهو يعني يسميه أهل العلم مخرج، ولكنه أصلا ليس بحرف، ليس بحرف. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. وهو الخيشوم، والخيشوم بارك الله فيكم هو مخرج الغنة. ما هي الغنة؟ ما هي الغنة؟ هو صوت يخرج من الخيشوم عند النطق بالنون المشددة والميم المشددة وعند حروف معينة مثل النون التنوين وكذا، هو مثل النون الساكنة، كأنك تقول نون ساكنة ولكن يخرج من الأنف، والذي هو لما تقول تضع يدك على أنفك سكر، هذا هو الغنة. والغنة بارك الله فيكم بالنسبة لنا المهم هي عند النون المشددة والميم المشددة، وكذلك بارك الله فيكم سيأتي معنا عند حروف الإدغام بغنة وحروف الإخفاء وحرف الإقلاب وعند إخفاء الباء وإدغام الميم في بالنسبة لحروف الميم، على كل سيأتي فيما بعد. المهم الغنة تخرج من الخيشوم بارك الله فيكم وجزاكم الخير. Zuletzt بارك الله فيكم نازال بغيش. Und das geht eher um hinteren Bereich der Nase. Hinteren Bereich der Nase. Und dadurch, Barakallahu fikum, entsteht die Al-Ghunna. Nasilieren. Was ist Nasilieren? Das ist ein Ton, was durch die Nase kommt, entsteht bei bestimmten Buchstaben, und am wichtigsten für uns sind das verdoppelte Nun und verdoppelte Mim. Und später bei Nun und Mim kommen noch andere Regeln, und dann versuchen wir das Nasilieren zu benutzen. Nasilieren ist, wenn du Luft drückst durch die Nase, drück mal Luft und so, dann merkst du diese. Deshalb sagst du in minna Muhammad. Das ist Nasilieren. Und das ist Al-Ghunna. Das ist kein Buchstabe an sich selbst, aber die Gelehrten machen das dazu. Barakallahu fikum wa jazakumullah khair. Und somit haben wir die 28 Buchstaben, Barakallahu fikum, und die Entstehungsorte, Macharijul Hurufi 17. Das bedeutet, es gibt 17 Entstehungsorte, 17 Entstehungsorte, Barakallahu fikum, für 28 Buchstaben. Das meiste ist bei der Zunge 11.
Dann barakallahu fikum, die anderen, أكثر شيء هو بارك الله فيكم إذا مخارج الحروف 17 ل 28 حرف هي 17، أكثر شيء منها هو اللسان 11، في خمسة مخارج ل 11 حرفا هو اللسان أكثر شيء. المرة القادمة سنتكلم، سنراجع مراجعة بسيطة المرة القادمة للكل مع بعض بسرعة، وسنبدأ بارك الله فيكم بصفات الحروف. سنبدأ بصفات الحروف. بارك الله فيكم. جزاكم الله خير. Das nächste Mal werden wir inshallah eine kurze Wiederholung, schnell und kurz. Schnell und kurz. Wiederholung für alles. Und dann fangen wir inshallah mit صفات الحروف. Das bedeutet mit Eigenschaften der Buchstaben. بارك الله فيكم. جزاكم الله خير. يرحمك الله. خير. سورة البقرة بارك الله فيكم يرحمك الله. الآية 271 من سورة البقرة بارك الله فيكم. بتة سورة البقرة دي آية 271. ليش ما طلع؟ عادي عادي بعدين. ليكم مينينج ما طلع هذا كويس. يلا خير. إن تبدوا الصدقات فنعمة هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. في عندنا مشكلة. تفسير ابن كثير ما عم يطلع. مشكلة الصفحة. ايه. طيب على كل بارك الله فيكم. ما البراوزر عم يعمل مشكلة. لحظة. شوف مرة ثانية تفسير. خير إن شاء الله.
إذن بارك الله فيكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن تبدوا الصدقات فنعمهِ وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير يا أخوة، هذه الآيات كلها في مسألة الصدقة ومسألة الإنفاق. فالذي ينفق فالله سبحانه وتعالى يريد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، فهذا له أجر عظيم من عند الله سبحانه وتعالى. وإذا أراد الإنسان أن يتصدق فإذا أبدى تلك الصدقة فلا بأس بذلك، هذا فيه خير. ولكن لا بد هنا بارك الله فيكم من الإشارة إلى مسألة النية. لو أبدى الإنسان الصدقة، ماذا يريد بإبداء الصدقة؟ هل يريد مدح الناس وأن يرائي بذلك وأن يسمع، أم أنه يريد أن يحث الناس على الصدقة؟ فإذا كان يبديها من باب الحث عليها ومن باب أن يتبع الناس ذلك الأمر ويفعلوه، فهذا خير عظيم. أما إذا أراد بذلك الرياء أو أراد مدح الناس، فهذا لا أجر له في تلك الصدقة. أخوة، أتى قوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا فقراء من مضر، والنبي صلى الله عليه وسلم لما نظر إليهم صعد المنبر وقال: تصدق رجل من بره، تصدق رجل، أي تصدقوا عليهم، ما عندهم شيء، فقراء. فأتى الناس ببعض الشيء، فإذا برجل يدخل المسجد وقد حمل صرة لا يكاد أن يستطيع يحملها ووضعها، هي صدقة وأبداها. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، أي لأنه حث على هذه الصدقة. فإن تبدو الصدقات، الإنسان إذا أبدى الصدقة بشرط أن تكون النية لله سبحانه وتعالى وأن يحث عليها، فلا بأس بذلك. وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. الأفضل والأحسن أنك تخفي الصدقة وتؤتيها الفقراء، أي تعطيها الفقراء. والفقير هو من ليس عنده قوت يومه حتى. في فرق بين المسكين وفي فرق بين الفقير. الفقير أشد حاجة من المسكين، فإن تخفيها وتعطيها ذلك المسكين فهو خير لكم. فإذا فعلتم ذلك، أي تصدقتم وأخفيتم الصدقة، يكفر عنكم من سيئاتكم. انتبه، ما قال الله سبحانه وتعالى يكفر سيئاتكم، من سيئاتكم التي فعلتموها، أي التي
التي تمحى بالعمل الصالح. والله بما تعملون خبير، أي خبير الله سبحانه وتعالى يعلم ما تفعلون، وعنده خبر ما تعملون سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. Wenn ihr die Ayah 270, das hat natürlich mit der vorigen Ayah auch, Barakallahu fikum, Jazakumullahu khairan, das hat damit zu tun, oder mit den anderen Ayat, die davor kommen, wie zum Beispiel, wo man anfaktum min nafaka, wo nathertum min nathir. Thumma, das wird, was ihr gibt, was ihr ausgibt, oder was ihr euch verpflichtet habt, Allah subhanahu wa ta'ala kennt das, das wird, ihr werdet dafür Lohn bekommen. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, in tubdu sadaqat, wenn ihr diese Spenden, was ihr gibt, wenn ihr das zeigt, dann ist das in Ordnung, aber unter einer Bedingung, dass die Absicht für Allah subhanahu wa ta'ala ist, dass du gibst sadaqa, du gibst eine Spende für Allah subhanahu wa ta'ala mit der guten Absicht, entweder weil du die Leute dazu ermunterst oder sage ich jetzt, du rufst die Leute dazu, deshalb machst du das. Oder weil du in einer Lage bist, dass du diese Sadaqa öffentlich geben sollst. Aber wenn deine Absicht nicht vor Allah subhanahu wa ta'ala rein ist, dann hast du keinen Lohn. Dann hast du keinen Lohn. Und deshalb, barakallahu fikum, gibt es eine Überlieferung, die ist sehr schön. Und zwar, es kam eine Gruppe von Mudar zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und die waren krank und arm. Und als der Prophet sallallahu alaihi wasallam das sah, der Prophet sallallahu alaihi wasallam war traurig und er ging auf Mimbar und er sagte, oh Leute, schaut mal, eure Brüder, die haben nichts spendet. Dann haben die Leute etwas gegeben, aber dann kam ein Mann und er hat so einen Stoffbeutel getragen und er könnte das nicht, weil das zu schwer war, er hat zu viel gebracht. Und er hat das getan. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil islami sunnatan hasana. Wer im Islam eine Sunna erbringt, gute Sunna erbringt, bekommt den Lohn dafür und den Lohn von denjenigen auch, die das nehmen, und ihr Lohn ist dabei. Und es geht hier darum, dass diese Person durch diese Tat die Leute unaufgefordert zum Spenden gebracht hat, weil sie ihm das als Vorbild genommen haben. Deshalb, wenn jemand ein Sadaqa oder eine Spende öffentlich macht, damit die Leute weiter spenden, oder weil die Person wirklich für Allah subhanahu wa ta'ala das geben will und es ihm egal, ob die Leute erfahren oder nicht, dann ist das gut. Aber besser ist bei Sadaqa, bei Almosen, bei Spende, dass man das geheim macht. Geheim, indem man den Armen, den Mittellosen gibt, Bedürftigen. Und es gibt im Islam Unterschied zwischen Miskin und Fakir. Das heißt, es gibt eine Person, die mittellos ist, und eine Person, die, barakallahu fikum, etwas braucht. Das heißt, es kann sein, dass jemand arbeitet, aber dies ist nicht genug für die Person, dass man lebt. Dies nennt man Miskin. Und eine Person, die hat nichts, auch der kann vielleicht am Tag sein Essen, sein Trinken nicht haben. Und das nennt man Fakir. Und das ist mehr, barakallahu fikum. Das heißt, es gibt bedürftig, und es gibt mittellos, arm, hat nichts. Wenn du dann deine Spende oder dein Almosen jemanden gibst, der arm ist, ist natürlich besser und richtiger. Wenn du das tust, indem du eine Spende für Allah subhanahu wa ta'ala gibst, öffentlich oder geheim, und du gibst es an die Arme, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala dir etwas von deinen Sünden verzeihen. Nicht alle, etwas. Und Allah subhanahu wa ta'ala kennt deine Taten oder was du tust und was du im Herzen hast, was du im Herzen trägst. Allah subhanahu wa ta'ala kennt das alles, subhanahu wa ta'ala. Das heißt, mit anderen Worten, Allah subhanahu wa ta'ala ruft uns dazu auf, dass wir für Allah subhanahu wa ta'ala spenden, geheim oder öffentlich, aber hauptsächlich wir machen das für Allah subhanahu wa ta'ala. Dann lesen wir, barakallahu fikum, von Surat
القمر. وين كنا بنروح؟ تحمل الصفحة من يعني بداية وترجع. نشيل هيك. طيب لأي آية وصلنا؟ تقريبا لا ما وصلنا 35 وصلنا 35 يوم 30 تياد غيسك تياد غيسك بارك الله فيكم في سورة القمر طريقة العرض وتكبير الخط أكبر شوي أصغر شوي طيب الآية 31 إذن أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم دي عند غيسك بارك الله فيكم من سورة القمر إنا أرسلنا عليهم يا أخوة في مدود الإنسان يستطيع يقول إنا أرسلنا والإنسان يستطيع يقول إنا أرسلنا فالتزم باللي أقرأه أنا بارك الله فيك ذاك الله خير إنا أرسلنا عليهم إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر
إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ إنا أرسلنا عليهم حاصبا إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا نعمة من عندنا نعمة من عندنا نعمة من عندنا كذلك نجزي كذلك نجزي كذلك نجزي من شكر من شكر كذلك نجزي من شكر كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا ولقد فتماروا بالنذر ولقد أنذرهم بطشتنا ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فطمسنا أعينهم فطمسنا أعينهم فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر فذوقوا عذابي ونذر فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم ولقد صبحهم صبحهم بكرة صبحهم بكرة بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن ولقد يسرنا القرآن ولقد يسرنا القرآن للذكر ولقد يسرنا فهل من مدكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون ولقد جاء آل فرعون ولقد جاء آل فرعون النذر ولقد جاء كذبوا بآياتنا كلها كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أخذ عزيز مقتدر
فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع مقتصر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر بارك الله فيكم جزاكم الله خير نقف هنا إن شاء الله بارك الله فيكم جزاكم الله خير في stoppen hier wir haben noch ein paar Minuten Zeit بإذن الله الدرس انتهى الذي يريد يذهب يذهب الذي يريد يبقى يبقى من أجل الأسئلة بارك الله فيكم جزاك الله خيرا بارك الله فيكم جزاك الله خيرا der Unterricht ist beendet wer nach Hause gehen will hier von den Brüdern bitte schön und wer bleiben möchte dann bitte schön wir bleiben ein paar Minuten noch und dann kommen wir zu Ende بارك الله فيكم جزاك الله خيرا wenn ihr ja auch hier Fragen habt dann bitte schön sonst die Brüder und Schwestern im Internet wenn ihr Fragen habt dann könnt ihr eure Fragen schicken بارك الله فيكم وجزاكم الله خير تفضل الصدقات في الآية من سورة البقرة إنه هي الزكاة ولا الصدقة الصدقة كلمة عامة لكل ما يعطيه الإنسان يخرجه الإنسان فإما يكون من باب الواجب وهو الزكاة وإما يكون من باب المستحب وهو الصدقة العامة والله تعالى على وعلم فإما هذا وهذا نفس الشيء فيها هذا وفيها هذا مو ضروري مو ضروري تكون الزكاة نعم وهي ده بودا زاكت وين راح هذا طفينا هنا Na. Der Bruder sagt,
heißt es in Aya, in Tubdu Sadaqat, As-Sadaqa hier, das wird die Spende oder Almose, heißt das auch Zakah? Ja, auch, unter anderem schon. As-Sadaqa, Barakallahu Fikum, ist ein allgemeiner Begriff. Allgemeiner Begriff für alles, was man ausgibt. Und das, was man ausgibt, das sind eigentlich, Barakallahu Fikum, entweder was Pflicht ist, wie zum Beispiel As-Zakah, oder etwas, was du freiwillig gibst, das wäre freiwillige Spende, und das ist das, die Almosen allgemein, wallahu ta'ala ala. Und hier in der Aya, das sind beides, Zakat oder Almosen, beides ist drin, wallahu ta'ala ala wa a'lam. Was mache ich, wenn ich spüre, ich habe Ein, weil ich niemanden erzählt habe von meinen Anliegen? Wie kann ich böse Blicke abwenden? Wenn du spürst, dass du, was ist Ein erstmal? Ein, Barakallahu Fikum, ist der Blick, der böse Blick. Der böse Blick. Das bedeutet, du guckst einem Bruder oder du redest von einem Bruder und du sagst nicht Allahumma Barak. Das bedeutet, du segnest das nicht. Dann könnte es passieren, dass du ihn mit Ein triffst. Das bedeutet, dass er diese Gabe, was er hat, dass er dann daran leidet. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Deshalb ein Sahabi hat den anderen angeschaut, der hat gesagt, ich habe keine schönere Haut als diese Haut gesehen. Dann ist er sofort zusammengebrochen. Und dann kamen sie zum Propheten, dann sagte der Prophet, wenn jemand von deinem Bruder Gutes sieht, dann sollte man Segen um Segen bitten für seinen Bruder. Hala barakta alayh. Und der Prophet sagte, einer von euch bringt seinen Bruder um, indem er ihn anschaut und dann sagt er nicht Allahumma barik oder der macht für ihn kein Bittgebet. Und der Prophet sagte, Al-Ain, Barakallahu fikum, Al-Ainu haqq, das wird der böse Blick ist haqq. Und übrigens, man sagt hier böse Blick, aber das ist nicht unbedingt, dass es böse ist. Das heißt, es kann sein, dass du bei deinem Kind oder bei deiner Frau oder bei deinem Mann oder zum Beispiel bei deinem Bruder, bei deinem Vater oder umgekehrt, du siehst etwas ohne Masha'Allah, ohne Allahumma barik, und du triffst ihn. Du triffst ihn, dann bekommt man etwas Komisches. Das bedeutet, man ist nicht mehr so richtig normal. Und das ist am Ende Ein. Was macht man mit Ein? Wenn jemand Ein hat und man denkt zum Beispiel, angenommen, ja, ein Bruder denkt, anderer Bruder hat ihn mit Ein getroffen. Der soll sein Wudu, das bedeutet das Wasser von seiner Waschung. Man nimmt das und dann man kippt das auf die andere Person von hinten. Und dafür gibt es eine spezielle Methode, wie man Barakallahu Fikum sich wäscht für Ein. Und deshalb, wenn jemand zu dir kommt und sagt, schau mal, Achi, nicht böse, aber ich denke, vielleicht hast du mich mit Ein getroffen, deshalb gib mir Wasser. Dann macht man dies, gibt man ihm das Wasser und man nimmt das Wasser und kippt man von hinten auf die Person. Und es gibt auch, dass man sein etwas von seinem Kleid drin macht, erstmal in Wasser und so weiter und so fort. Das ist jetzt nicht der Unterricht dafür, auf jeden Fall, weil das lang ist jetzt, wenn ich anfange zu erzählen. Und so bekommt man das weg. Aber wenn man sagt, ich spüre, dass ich Ein habe, was bedeutet spüren, dass du Ein hast? Es kann sein, dass du Sünden begehst. Und wenn du Sünden begehst, das ist auch das Gleiche, dasselbe. Das kann bei dir das vorrufen, was bei Ein vorgerufen wird. Deshalb, Barakallahu Fikum, es gibt ein paar Sachen, die haben die gleichen Symptome. Wenn man Drogen nimmt, wenn man Alkohol und sowas trinkt, wenn man, Barakallahu Fikum, psychisch krank ist, wenn jemand viele Sünden begeht, wenn jemand von Sihr, von Ein, von Jinn, betroffen ist. Diese alle haben, Barakallahu Fikum, die
einige, sage ich jetzt, gemeinsame Symptome. Und das sind, dass man so vor den Augen etwas so, wie als ob man einen Vorhang vor den Augen hat. Wenn man etwas macht, dann schafft man nicht zu Ende. Da vergisst man schnell. Bei manchen, die essen viel, bei anderen, die essen sehr wenig. Da kann man Allah subhanahu wa ta'ala nicht erwähnen. Da kann man nicht richtig Koran lesen, nicht richtig beten. Und das alles, das ist durch diese, meistens bei den meisten Leuten, ist durch die Sünden. Ist durch die Sünden. Aber da will man das schieben auf Ein und solche Sachen. Und damit du sicher bist, nicht, dass du denkst, wenn jeder dich anschaut und du sagst, ja, ich habe Ein, wenn du deine Gebete verrichtest und wenn du nach dem Gebet die Erwähnungen Allah subhanahu wa ta'ala machst oder die Erwähnungen am frühen Morgen und Abend machst, dann bist du gesichert und dann hast du kein Ein und du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Dass du alles auch nochmal zusammenpackst oder zusammenfasst. Dreimal Qul huwallahu ahad, die Sura 112. Dreimal Qul a'udhu rabbil falaq, 113. Dreimal Qul a'udhu rabbil nas, 114. Früh und dreimal Abend. Dann bist du geschützt von Ein, von Sihr und von solchen Themen. Barakallahu fik, jazakallahu khair. Deshalb, dass man sagt, ich spüre, dass ich Ein habe. Ich denke erstmal, bevor man nach Ein und Jinn und Sihr, Magie und solche Sachen sucht, dann sollte man sich fragen, welche Sünden begehe ich? Was habe ich von Sünden gemacht? Habe ich jemandem Unrecht getan? Und dann könnten wir über andere Themen reden. Und bei manchen Leuten, die haben diese Einflüsterung immer. Wenn er etwas hat, ja, dann so, Jinn, Ein, Sihr. Das ist nicht der Fall. Das ist nicht so leicht. Möge Allah subhanahu wa ta'ala so wahr. Wie kann ich böse Blick abwenden, habe ich gesagt. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Dazu noch etwas. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Wenn jemand eine Frage stellt, bin ich nicht verpflichtet, diese Frage zu beantworten, okay? Deshalb fühl dich hier nicht, als ob du ein Recht hast bei mir und ich habe Verpflichtung. Wenn ich antworte, dann antworte ich. Und wenn ich nicht antworte, dann antworte ich nicht. Und grob gesagt, wenn dir das nicht gefällt, brauchst du nicht zum Unterricht zu kommen. Zwei Leute, die Adab haben, sind mir wichtiger als 1000, die adablos sind. Okay? Damit wir Klarheit schaffen hier. Und im Unterricht sitzt man und da macht man keine Späße und da macht man nicht solche Themen. Weil jemand hier sagt, Wallahi, ich habe eine Frage gestellt, weil du das gesagt hast. Ja, ich habe das gesagt und du musst Geduld zeigen und ich mache das die Reihe nach und ich schaue mal, was wichtig ist. Normalerweise, ich habe einen Unterricht über Koran gemacht. Der erste Bruder hat eine Frage zum Unterricht gestellt. Dann hat er Vorrang. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Das klingt ein bisschen hart, oder? Oder? Sagt da eure Meinung. Habt ihr Angst? Das klingt ein bisschen hart, richtig? Okay, dann sage ich euch etwas. Es gab einen großen Gelehrten, der ist Al-Amash. Als er Schüler gehabt hat, wisst ihr, was er gemacht hat? Er hat die angespuckt. So. Das ist keine Methode. Und das ist nicht gut. Warum hat er das gemacht? Die haben gesagt, warum tust du das? Der sagt, diejenigen, die lernen wollen, die werden bleiben. Aber diejenigen, die arrogant sind, die werden nicht bleiben. Al-Imam Malik kam zu ihm, ein Junge, ja, ein Junge, und er hat ihn angedrängelt. Dann sagt Al-Imam Malik, Ad-Dibuh, das wird schlecht ihm. Dann hat er 16 Schläge bekommen. Dann kam er nach dem Unterricht zum Imam. Der hat ihm gesagt, du hast mir Unrecht getan. Du hast mir Unrecht getan. Der sagt, wieso? Der hat gesagt, ja, ich wollte lernen und du lässt die Leute mich schlagen? Der ist immer, okay. Was ist die Sühne dafür? Wie kann ich mich bei dir entschuldigen? Der hat ihm gesagt, pro Schlag bringst du mir ein Hadith bei.
Dann hat er ihm beigebracht. Der hat ihm gesagt, schlag mehr und bring mir mehr bei. Und das ist die Sache, Barakallahu fikum. Wer lernen möchte, da muss Geduld zeigen. Ja, das muss Geduld zeigen. Und da muss auch, Barakallahu fikum, sage ich jetzt, abwarten. Du kannst nicht alles von heute auf morgen lernen. Das ist ein Lernprozess. Und da braucht man dafür Zeit. Al-ilm la ya'ti faj'a. Wa man akhadha 'ilmahu faj'a aw faj'a yadhhab minhu aydan faj'a. Man rama al-'ilma jumla dhahaba minhu jumla. Wal insan fi dars al-'ilm barakallahu fikum walau alla nahna manna lasna kibar 'ulama al-umma. Jayyid? Walakin nahnu nuhawil انه بهذه الامور البسيطه التي عندنا ان نعلم الناس شيئا عن دينهم. فالانسان اذا جلس على الاقل بارك الله فيكم يتادب باداب طالب العلم. وطالب العلم اذا سال سؤال وما اجاب الشيخ ما يعيد عليه وما يقول له والله انا سالتك وما اجبتني. اولا ما في شغله اسمها سالتك وما اجبتني. انا غير ملزم اني اجيبك على كل سؤال. والأدهى نسأل الله العافية السلامة أنه بعض الناس لما تقول له لا أعلم أنا يا أخي ما بعرف يقول شلون شيخ وما بتعرف. طيب واحد يقول لك لا أعلم قال لك لا شلون نعم شلون لا أعلم نعم لأنه الإنسان إذا بده يعلم كل شيء وبده يتكلم في كل شيء اعلموا أنه أكبر جاهل. الجاهل هو الوحيد الذي يعلم كل شيء. إنما العالم هو الذي يعلم أين العلم ويعلم أن يقول لا أعلم. وهذه مهمة بارك الله فيكم جزاكم الله خير. وأنا أحيانا أكون قاسي مع بعض الأخوة ليس من باب أنه الإنسان ما يحب الناس يتعلم ولكن المسألة بارك الله فيكم الذي يريد يتعلم أهلا وسهلا أما اللي ما يريد يتعلم مشكلته. والمعلم لا يلزم أن يجيب على كل سؤال. ولذلك ذكر أهل العلم بارك الله فيكم ذكروا مثل هذه المسألة. قال إذا سألت المفتي ابن القيم ذكر هذه المسألة قال إذا طبعا ليس نصا نعم أم نحفظ كلام أهل العلم قرآنا إنما بما معناه. قال العالم تسأله عن مسألة عامة يجيبك عن خاصة. تسأله عن الصيام يجيب عن الصلاة له ذلك. تسأله سؤال ما يجيبك. تسأل عام يجيب خاص. تسأل خاص يجيب عام. تسأل عن مسألة ما يجيب. تسأل عن مسألة يجيب عن غيرها. ليش؟ لأنه هو له نظرة أحيانا غير النظرة تبعك. ولا شك أنه كل إنسان يريد أنه يكون عنده كل شيء. بارك الله فيكم جزاكم الله خير. لذلك بارك الله فيكم جزاكم الله خير ننتبه لهذه المسألة. و كما ذكرت العلم ما يأتي بين يوم وليلة. يجب أن تتريث في العلم. وهذا اللي نقدمه نحن ما يسمى لسه علم. إذا بدنا نتكلم عن العلم فلذلك قال له كم حديثا تحفظ قال له 40 قال له ضاع العلم. 40 بالسند وبالمتون والرجال وكذا قال له ضاع العلم. فلو يشوف اليوم شو حيقول؟ ما حيقول ضاع حيقول طار. فنسأل الله العافية والسلامة. خير إن شاء الله. Es gibt eine Meinung, dass Geburtstag keine Bid'a wäre, daher erlaubt. Angeblich soll der Ursprung keinen religiösen Hintergrund haben. Ist die Meinung richtig? Okay. Wenn Geburtstag keinen religiösen Hintergrund hat, okay? Warum erwähnt man den Propheten s.a.w. an diesem Tag? Und warum liest man Koran an diesem Tag? Und warum macht man sozusagen über Sira und über den Propheten s.a.w. und warum sammelt sich sie in der Moschee? Auch wenn das keinen religiösen Ursprung hat, dürfen wir ein Gewohnheitsfest von Kuffar übernehmen? Oktoberfest. Dürfen wir als Muslim Oktoberfest feiern? Nee, vielleicht. Vielleicht, ja. Vielleicht, Allahu alam. Das ist die Sache, Barakallahu fikum. Deshalb, das ist eine Sache, weißt du,
jemand liest Koran und du sagst ihm, was tust du da? Der sagt, aus Gewohnheit lese ich etwas. Du sagst ihm, aber was liest du dabei? Das ist Koran. Und wenn du Koran liest, dann ist er immer mit Ibadah. Wenn du den Propheten erwähnst und seinen Geburtstag angeblich feierst, dann hast du zwei Sachen gemacht. Erstmal, du hast seinen Geburtstag zu Fest gemacht und Feste im Islam brauchen immer einen Beweis. Wo ist der Beweis, dass man Geburtstag des Propheten zu Fest macht? Sag mal, der Prophet sagte, am Montag bin ich geboren, deshalb faste ich. Okay, super, dann faste am Montag. Und übrigens, weil du am Montag fastest, heißt, du darfst nicht den Tag zu Fest machen, weil die Muslime an ihren Festen nicht fasten. Nochmal, die Muslime fasten nicht an ihren Festen. Und wenn du sagst, der Prophet hat an seinem Geburtstag gefastet und deshalb feiern wir seinen Geburtstag, dann musst du das fasten. Normalerweise, wie der Prophet das gesagt hat. Aber weil du das so fest gemacht hast, wieso fastest du dann? Okay? Nummer drei, dass man sagt, ja, das hat mit Religion zu tun. Dann mit was hat das zu tun, bitte? Was ist unsere Verbindung zum Propheten Muhammad ohne Religion? Das wird, wenn der Prophet kein Prophet gewesen wäre. Okay, wenn ich kein Prophet, was ist die Verbindung zu ihm dann? Die Verbindung zu ihm ist, weil er der Prophet Muhammad ist. Und wenn du seinen Geburtstag feierst, warum feierst du seinen Geburtstag? Weil du sagst, ich liebe ihn und heute ist der Prophet geboren. Deshalb da sagt man, was? Angeblich, das ist gut, soll Ursprung kein religiöser sein. Und was ist das? Wenn die Christen Geburtstag von Isa a.s. feiern, ist das für sie Religion oder nicht? Und wann kam diese, auch wenn das kein, okay, wir nehmen an, okay? Das bedeutet Konjunktiv. Nehmen wir an, dass dies keinen religiösen Hintergrund hat, dass es sozusagen Gewohnheit ist. Diese Gewohnheit kommt von Muslimen oder von Nicht-Muslimen? Das kommt von Nicht-Muslimen. Haben die Muslime 600 Jahre gewohnheitsmäßig 600 Jahre den Geburtstag vom Propheten gefeiert? Nein. Dann haben sie das übernommen von anderen. Dürfen wir Feste, gewöhnliche Feste von Kuffar feiern? Auch nein. Warum? Sag euch etwas und ihr müsst das lernen. Und das ist, diese Leute, die betrügen euch, die sowas erzählen übrigens. Die Feste sind ein Bestandteil.